Servusle zusammen, schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde No One Survived. Mit Voucher, mit dem Nameless und seinen ganzen Tieren. Mittlerweile ist hier schön was los. Ich habe jetzt auch das Gefühl, sie laufen wieder so, wie ich es gerne möchte, nämlich kreuz und quer durch die Bude. Ich habe mir Folgendes überlegt, wie die Bäume im Hintergrund jetzt mittlerweile rumspacken. Wir werden morgen, egal wie ich heute rauskomme aus der Folge, wir werden morgen die Polizeistation machen. Wirklich egal, wie wir heute rauskommen. Ich wollte den Elektroskill vorbereiten, habe dann aber kläglich versagt, weil wir haben dieses Viererbuch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz zum Buchhändler nachher schauen, ob wir es da finden. Und jetzt sind sie alle hier drin. Übrigens, wenn ich jetzt in der Base bin, mache ich diesen Lumos immer wieder aus, ne? Weil dann ist die Blende hier ist in der Base ganz schlimm. Weil meistens, wenn ich hier unterwegs bin, gehe ich ja raus und rein. Jetzt pass auf, ich würde gerne den Brunnen heute machen, so weit wie wir kommen, vorne an unserem Wasserspeicher. Da fehlen uns aber jede Menge Stahl. Das heißt, wir müssen eh nochmal los. Und jetzt habe ich die einfach mal so gesetzt im Moment. Und mir ist wieder eingefallen, der Nameless ist ja nur ein Mann. Der wird jetzt nicht 100.000 Pflanzen hier brauchen. Außerdem musste der dann ja auch eigentlich regelmäßig düngen und so weiter, damit es Sinn ergibt. Deswegen habe ich sie einfach mal so hingesetzt, dass wir grob eine Richtung haben. Hier wird die Tür sein. Das heißt, die werden erstmal nur auf 3 gemacht und die drüben ziehe ich nochmal rum, falls ich mehr brauche. Ne? So Leute, lasst uns mal kurz gucken, was wir für den Brunnen brauchen. Und es muss einen Umbau geben. Erstmals ist mir das jetzt aufgefallen, dass wir hier bei Regen nichts mehr machen können. Ich habe das versucht, ne? Ich bin hier rein, habe dann Kohle reingelegt, dann kam zu feucht. Und das hatte ich bis jetzt noch nie. Ich habe es entweder nie festgestellt oder das kam erst ins Spiel rein. Das heißt, wir werden jetzt hier einen Umbau machen und da habe ich mir natürlich schon mal stylische Gedanken gemacht. Ihr seht schon, dass hier was aufgebaut ist. Es kommt allerdings wieder weg. War nur zum Probieren. Am meisten Sinn macht es, wenn wir einen Außenbereich haben für diese zwei Schmelzen. Und die werden wir überdachen. Das heißt, ich ziehe im Prinzip die Reihe hier, eins vor, dann kann ich oben eine kleine Terrasse rausziehen noch. Dann haben wir oben auch nochmal einen Chillplatz für Nameless. Ja, also da kommt jetzt im Prinzip die Treppe weg. Ich habe auch hin und her probiert, ob ich die Pfosten irgendwie reinkriege, ohne alles abzubauen. Aber im Prinzip stört mich das auch nicht. Ich habe mir nur überlegt, dass wir eventuell da vorne, ja, aber dann bräuchte man fast wieder einen Abschluss mit Steinen, ne? Ich überlege gerade, ob ich es aus Holz mache hier vorne. Aber ich glaube, das sieht dann auch nicht so gut aus. Und ich frage mich, ob ich alles rausziehe. Man muss ich schon, gell? Komm, wir bauen mal ab, Leute. Wir bauen das mal ab und dann sehe ich es ja gleich. Schade, dass ich hier meinen Stein nicht zurückbekomme. Wahrscheinlich wird es dann die Höhe sein. Die Treppe muss weg. Hier muss dann auch nochmal aus Steinen. Aber das sind immer gleich 20 Steine, ne? Dass wir es so rausziehen. Frage wäre, wenn ich vorne einen Steinabschluss hinkriegen würde mit einer Halbmauer. Aber das geht nicht, ne? Das geht dann immer nicht. Dann hätte ich es in Holz eingefasst. Dann haben wir nämlich die ganzen Schmelzen. Nee, machen wir es aus Stein. Beißen wir in den sauren Apfel, Juche. Kann sein, dass wir nicht genug Stein haben, aber wenn wir es nur halbwegs hinkriegen, werden wir schon mal viel geholfen heute. Haben wir jetzt ein Problem, in dem ich hier alles rausräumen muss, gell? Ah. Dann würde ich die eventuell. Hier geht's. Dann mache ich es folgendermaßen. Ich setze die kurz hoch, vorübergehend. Und baue uns die dann später wieder schön hin. Hier ist er, ne? Ja, im Moment hänge ich ihn vors Fenster. Später können wir dann immer noch. Weißt du, dann kann ich nämlich hier jetzt gleich die Sachen einräumen vom anderen Schmelzer und dann passt es. So, aber jetzt machen wir mal den Brunnen klar, dass wir mal überhaupt was gebaut haben. Buchhändler ist dann nachher kein Thema. Und hinterm Buchhändler gab es auch nochmal eine kleine Loot-Siedlung. Da würde ich da auch nochmal hingehen heute. Also das Bohrwerkzeug müssen wir herstellen. Richtig, 9 einfache Teile. Gehen wir mal rein und gucken. Da haben wir ja gestern, ich glaube, um die 8 Stahl geholt. Das sollte normalerweise reichen heute. So, mein Freund Nameless. Eieieiei. Ju. Das Bohrwerkzeug war hier. Wir haben empfindliche Teile genug. Uns fehlten die zwei Stahlspitzhacken. Die sind hier. Eine, zwei. Produktionszeit 2 Minuten. Nicht genug Material, sagt er. Richtig, fehlen Holzsticks. Ist aber auch kein Problem. So, und dann schauen wir später mal, was wir alles reinhauen müssen. Was wir alles reinhauen müssen. Ich nehme mal an, dass uns am Ende noch Stahl fehlen wird. Ein bisschen für den Wasserspeicher. Aber da würde ich auch noch danach gucken wollen heute. So, zwei Sticks rüber. Wir gehen noch einmal runter auf die Stahlspitzhacke. Ich hätte gerne zwei Stück. So, bei so einer Aktion mache ich dann immer gleich einen Check, wie es denn um meine Batterie bestellt ist hier. Ja, gut, ein bisschen Kapazität hat es, aber es lädt auch jetzt erstmal langsam nach wieder, ne? So, dann waren es, glaube ich, Baumstämme. Ich nehme mal jetzt eine Fuhre Baumstämme mit.
Machen wir es mal so. Die brauchen wir dann spätestens vorne. Ich mache mal, bis ich überladen bin fast. Fupp die. Und einfache Teile. Halt, lass mich erst durch. Der versperrt mir immer den Weg. Der versperrt mir immer den Weg, der Kleine. Ich glaube, auch das hier brauchen wir. Ich nehme das gerade mal, raus. Wir gucken mal, was passiert. Okay, aber ist nicht weit bis ums Eck rum. Das schaffen wir. Was, der Brunnen ist doch dahin ums Eck. Das dauert ewig. Musste ich gerade noch mal ein paar Boxen abbauen hier, dass die zwei Türen wieder zugänglich sind. Ich werde die wahrscheinlich nochmal komplett alle abbauen, mache ich aber offscreen, sodass die in der Flucht von der Tür sitzen, weil dass die jetzt so halb im Laufweg ist, machen wir so eine komplette Reihe. Ich muss mal gucken, das habe ich gar nicht mehr gesehen, dass da die Türen sind. Ne? So, wir haben jetzt aktuell hier noch einen Bedarf von Bohrwerkzeug, holen wir gleich 20 Pflanzenfasern, werde ich keine mehr haben. Die habe ich mit Sicherheit durch und 9 Blanken. 9 Robertos brauche ich noch, 9 Robertos. Das ist natürlich klar, dass wir da nicht genug haben, aber 9 Blanken haben wir auf jeden Fall. Und die Treppe machen wir gleich wieder hin, dann brauche ich nicht jedes Mal hochhüpfen. So, hier waren doch auch noch welche, ne? 5 und 5 sind 10 Blanken, dann haben wir das schon mal. Ey, das mit den Boxen jetzt hier, ne? Ich meine, die würde in der Flucht sitzen hier. Wieso machst du es nicht einfach so? Schlag mal kurz die hier weg, beispielsweise. Wie gesagt, wir brauchen hier nicht so dicht stellen. Man kann das super komprimiert aufbauen, aber muss man ja nicht unbedingt. Ist meiner Meinung nach nicht notwendig für einen Mann. Dann hätten wir da hinten den Laufweg komplett durch. Dann können wir die Reihe bis vorziehen. Die liegt auch in der Flucht. Die kommt wahrscheinlich dann weg. Und die liegen in der Flucht. Dann haben wir genug Material. Jetzt habe ich das Bauwerkzeug vergessen. Siehst du, in Pflanzenfasern wollte ich gucken. Lass mich mal die Treppe hier gleich trotzdem anzeichnen. Dann haben wir das nämlich auch nachher gleich erledigt. Oh, ich freue mich sogar, dass wir jetzt hier noch eine Terrasse dazu kriegen. Was hat die Treppe nochmal? 10 Steine. Pflanzenfasern. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich 20 zusammenkriege. 2. Wenn wir ein bisschen Glück haben, liegt noch was in der Schneiderei drin. Weil ich lasse es meistens immer gleich durchlaufen. Jo, ich habe keinen Platz mehr fürs Essen gefunden, ne? Es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz. Aber ein schöner Anfang. Weil, guck mal, ich habe sogar hier eine Essenskiste. Also dieses Schiff looten, das war ja der absolute Knüller, ne? Das war der absolute Knüller. So, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir gleich mal nochmal 5 mit dafür. Und dann für das eine Foundation-Teil. Und weil wir sind, machen wir doch einfach die Büchsen jetzt mal leer hier. Und nehmen das Rennen sogar. Wenn er rennt, heißt es immer, dass er total begeistert ist vom Umbau. So, das ist schon mal gut. Das auch. Und weil du jetzt eh gerade hier vorne bist, jetzt wird es auch dunkel, ich muss ihn auch ablegen. Ich würde sagen, dass ich mich gleich mal stärke. So. Ja, komm. Ich lege ihn kurz ab. Versorge ihn frisch, dass er wieder gut dran steht, weil wir wollen ja dann auch los, ne? So. Huch, bin ich jetzt erschrocken. Warum gucke ich jetzt hier rein? Weil ich das Bohrwerkzeug ankicken muss. Aber da penne ich ja jetzt gleich, dann passt das auch. Bohrwerkzeug, die Pflanzenfasern. Jo, also machen wir einen Deal. Ich mache eine kleine Blende. Wir sehen uns gleich morgen früh. Frisch aufgebrüht, hätte ich jetzt fast gesagt. Also frisch gestärkt, mit voller Energie. Und natürlich mit dem Bohrwerkzeug und dass wir unseren Brunnen bauen können. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein bisschen was konnte ich zusammenholen noch. Gerade frisch gestärkt. Und habe jetzt hier schon mal die Terrasse erweitert. So soll das dann nachher aussehen. Da hinten kommen wir ja eigentlich rum. Das ist jetzt die Frage, ob ich das jetzt so lasse oder... aber die ziehen wir auf jeden Fall durch die Terrasse, weil das Projekt als solches hat mir schon tierisch gefallen. Dann müssten wir aber jetzt hier noch eine 1er reinmachen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Ja, weil wir haben ja nur bis 4 die großen. Aha. Und da ist wieder das Problem, dass wieder dieser Zusatzstützen hier hin muss. Ha ja, gut, ich meine, gibt es Schlimmeres? Weißt du? Jetzt muss ich mal ganz kurz hier abmessen. Da haben wir eine 1, 2, 3, 4. Würde ich sie bis da kriegen? 1, 2, 3, 4, nee. Dann ziehe ich die hier. Dann ziehe ich die nämlich hier, Leute. Und dann kann ich normalerweise die komplette 4 wieder darüber spannen. Geht nicht. Warum geht es nicht? 1. Stört da irgendwas? Die Längsdinger können es ja normal nicht sein. Der ist innen. Meinst du, dass der... Ich muss mal ganz kurz was probieren. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen was zusammenfliegt hier.
Ich wollte den Zaun nicht abbauen, ich wollte das hier wegmachen. Wenn ich den wegmache, fliegt mir jetzt oben das eine Brett weg, aber das ist nicht so schlimm. Müsste normal, ne? So, der hier sitzt innen auf der. Bis hier wäre es 1, 2, 3, 4. Da muss hier die Säule nochmal rein. 1, 2, 3. Eigentlich hier, ne? Ich würde das schon gerne mit diesem langen hier probieren. So, und jetzt müsste ich doch normalerweise hier wieder ganz normal die reinbekommen. Ich finde, das sieht halt am Ende dann ein bisschen schicker aus. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich hier... Ja, ich mache so, ne, dass dann vorne die gesamte Terrasse 1 wird hier so. Hat eine schöne hohe Terrasse nochmal. Und hier oben kriegen wir theoretisch auch nochmal eine kleine Treppe hin. Dann kann der Guderle nämlich oben auch noch raus. Ich hatte auch mit Dachelementen erst probiert. Also es ist nicht so, dass ich es nicht probiert hätte. Aber das hat mir alles nicht so richtig zugesagt. Ne? Ich hatte irgendwie von da hinten... Nee, dann wird es zu schmal. Ich meine, die 20er Dachschrägen sind schon okay. Aber wenn das da oben dann nach einer Terrasse wird, dann machen wir das besser so. Und damit es auch nach was gleich sieht, wäre dann wieder hier die 4 bis hier. Den haue ich dann ebenfalls hin. Es ist irgendwie das Gefühl, habt ihr auch das Gefühl, jedes Mal, wenn wir davon reden, dass wir noch ein Jahr dranhängen oder halt noch länger machen, dass auf einmal die Blaupausen immer mehr werden? Innerhalb von wenigen Folgen haben wir hier wieder... ja, dieser Doppelbalken, aber den habe ich ja jetzt dann auf beiden Seiten. Also das geht dann auch wieder klar. Dann müsste ich mir nur überlegen, wo ich ihn hier reinmache. Am besten dann da. Kann natürlich auch überall einen kompletten Doppelbalken legen. Aber ich mag halt, dass da oben so der Rand nachher noch ist. Ne? So, dann ist es halbwegs gleichmäßig. Hier müsste dann normalerweise die 4 enden. Da hätte man theoretisch auch eine 2 legen können. Ne? Komm, wir gucken mal kurz, was passiert. Ich habe eh noch nicht so viel Pech gehabt hier bis jetzt. Ich mache mal die 2 Unterstützungsbalken weg. Und hau mir dann 2er hier hin. Dann müsste ich da den Doppelbalken setzen. Hm. Mach mal einfach, wir sehen es ja gleich. Oh. Ach so, ja. Ich habe mir jetzt schon mal angewöhnt, dass ich mich da gerne auch selber öfters mal prüfe, weil ab und zu hebe ich es dann halt einfach hin und denke, wieso geht's jetzt nicht? So, dann hätte man nämlich hier weniger Balken, dass da drin jetzt der Doppelbalken ist, den brauchen wir für... Ja, das ist schon recht. Und dann habe ich mir überlegt, du kommst dann später hier hoch. Ich würde uns dann allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach hier wieder einen Zaun gönnen. Oh, dass der jetzt da reingepasst hat, wundert mich. Ich würde uns dann hier einen Zaun gönnen, hier ebenfalls, hier und hier. Aber mal das Pfostele hier rein. Normal. So, dann haben wir nämlich hier einen wunderschönen kleinen Werkstattbereich und da kriege ich doch die beiden nebeneinander. Komm mal her. Das war einmal der Verarbeitungstisch war es nicht, gell? Wo ist denn das Teil? Schmelzofen. Die würde ich auch snappen lassen, tatsächlich. Der Schmelzofen und jetzt einfach nur mal angezeichnet später ihmchen hier dazu. Dann reicht mir das. Dann komme ich nämlich hier einmal rein. Das passt. Da mache ich auch noch ein Zaunstück rein, damit es schön aussieht. So, Dille. Und dann haben wir nämlich hier hinten noch Platz, uns was weiteres zu überlegen. Vielleicht brauchen wir auch mehr Schmelzen irgendwann. Das weiß ich noch nicht. So, jetzt müssen wir gucken, dass das hier von der Maserung gleich liegt. Jetzt muss ich mir kurz angucken jetzt. Ist da jetzt gerade jemand laufen draußen? Nee, ne? Ich dachte gerade, das wäre das Highlight jetzt. So, dann sind wir dann später hier. Ich darf jetzt nur noch nicht rauslaufen. Ah ja, ist das super. Dann machen wir oben auch einen schönen Zaun hin. Dann haben wir hier nochmal eine Riesenterrasse. Vielleicht ziehe ich die sogar hinten noch rum. Das weiß ich nicht. Können wir dann schön oben grillen. So, jetzt gehen wir zurück, holen den Bohrturm. Diese Bohrkrone, die wir da brauchen. Dann haben wir schon mal ein... Da ist es, ne? Das ist der Hammer, das Viechle. Warte mal, ich muss gucken, ob der, wo der jetzt hingeht. Letztes Mal hat er nämlich da vorne schon rumgedreht. Ah, er geht auf die große Terrasse. Gefällt's dir hier?
Er ist sich auch nicht so sehr. Ist der Hammersviechler, oder? Ich finde es super, dass sie hier durchs ganze Gebäude schlappen. Ich finde es gut. Gudele! Hier kommen wir dann schön raus. Hier werden wir dann außen rum noch ziehen. Das ist klar, das haben wir schon ausgemacht. Ja, super. Ich bin so happy mit meiner Butze. Mir gefällt es hier so gut. Ach Gott, wir müssen noch zum Buchhändler. Nehmen wir es, wir müssen noch zum Buchhändler. Das haben wir ausgemacht. Hallo. Und da müssen wir auch demnächst vorbei. Wir brauchen noch ein zweites Hühnchen. Und das Schaf hat gesagt, es wäre gerne ein Einzelgängerschaf. Dann habe ich so gut, wenn du willst. Okay, und paar Rengerle. Paar Renger und Kassenger. Verwende Brunnen. Jetzt pass mal auf. Die Flasche ist leer. Schmutziges Wasser. Hauptsache ist der Trinken-Button wieder drauf, ne? Versorgte Fläche. Im Moment sieht es aber aus, als wäre das eine Riesenfläche. Gut, jetzt haben wir natürlich das Problem. Ich glaube, nur Brunnen geht hier nicht, ne? Wasserquelle nicht verbunden, keine in der Anzeige. Deswegen muss das Wasser vom Brunnen hier rein. Puh, jetzt pass auf, jetzt kommt. Jetzt schauen wir mal, was wir alles haben dafür, ja? Ich würde sagen, das gönnen wir uns jetzt. Wie gesagt, das. Das ist ja interessant, dass der Balken jetzt rot. So. Das ist ja jetzt nicht so, dass man das nicht besser hinkriegt, ne? Haben wir nicht zufällig die Mats für das Ding beim Abbauen bekommen? Ja, da ist es wieder. Problem ist nur, ich müsste jetzt hier, ich habe alles hier reingeräumt, ne? Ihr seht, hier ist gerade alles Mögliche drin. Achso, da hatte ich glaube ich aber auch schon. Lass mal gucken. Gummi brauchen wir 5. Machen wir es mal so. Ich streiche das mal hier. Aber ich habe mir natürlich rausgeschrieben, dass ich nicht 10-mal hinlaufen muss. 5 Plastik oder auch Plastik, wie man in manchen Orten sagt. Elektrische Teile 5. Ah du, dann haben wir aber schon ganz, ganz viel, ne? Was brauchen wir noch? 5 Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Kabel, Kabel, Kabel haben wir hier drin. 1. Kabel. Schubduben die Kabel. Hier habe ich welche hergestellt, weil ich gehofft habe, dass ich einen Elektroskill kriege. 2. Das heißt, wenn ich jetzt noch 3 Kabel machen möchte. Wie viel Gummi habe ich gebraucht? 5. Das heißt, ich kann hier 4 wegsplitten. Hatte, dann machen wir doch das. Nicht so, Digga, das haben wir aber auch schon ganz oft jetzt, ne? 4 aufteilen, 5 brauchst du, 4 legst du rüber. 2, 4, 6, 1 Kupferbarren. Kupferbarre fehlt. Aber den habe ich, glaube ich, eigentlich geschmolzen. Wir schauen nach. Selbstverständlich schauen wir nach, ob wir noch einen Kupferbarren haben. Bämsle. Okay. Yes. Das passiert gelegentlich, wenn ich vergesse, dass ihr da seid. So, pass auf. Dann machen wir noch eins mehr. Dann haben wir die 3 Kabel. Dann kann ich die auch abstreichen. Und weil wir gerade hier in der absoluten Kiste der Kisten sind, 10 Aluminium bräuchte ich. 4, 6. 3 Werkzeugkisten. 3 Werkzeugkisten. 9 Holzkohle. Oh, da habe ich aber Glück. Weil empfindliche Teile 10. 5. Und einen Motor brauchen wir noch. Und wie viel Stahl? 10 Stahl, Leute. 10 Stahl. Also 8 Stahl fehlen uns schon mal von vorne weg. Und der Motor war nicht in der Kiste der Schande, sondern hier. Boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend this night together. Shalalala. Das ist bestimmt aus der 90er, oder? So, ich hau rein. Puh. Ach, ich habe mir wieder Zement rausgeholt. Ja, das ist nichts Neues. Ist nichts Neues. Naja, so müssen wir uns halt davor hangeln, ne? Ich dachte mir aber schon, dass es heute eher so eine entspannte Chillrunde wieder wird. Denn das kannst du ja nicht anders. Und deswegen gehen wir morgen die Polizei machen als kleinen Ausgleich für die Gerechtigkeit. Das dachte ich gerade, da läuft ein kleines Hühnchen. Sag mal, wo hast denn die. Du hast doch. Hauptsache, ich weiß, dass man Kisten beschriften kann. Es hat einen Grund, warum ich es nicht mache. Ich habe im Real Life so Phasen. Ich habe im Real Life so Phasen, wo ich, ja,
hat viel mit Ordnung zu tun. Ich genieße es halt, dass ich hier in so einem Spiel nicht zwingend Ordnung halten muss. Das ist so der Grund, ne? Hier kannst du doch eigentlich den hier nehmen. Wieso? Wieso spackten jetzt die da rum? Da ist ja kein Problem. Dann baue ich den erst auf und dann ist schon wieder gut. Habe ich auch Baumstämme gebraucht hinten? Nee, ne? Empfindliche Teile, Holzkohle. Ja, passt. Du, ich meine, das Ding ist fast fertig gebaut. Wenn wir vom Lootausflug zurück sind. Nehmen wir mal ein paar mit. Machen wir den Hammer weg. Dann klappt das auch mit dem Schnappen. Das wird schon. Das Einzige, was sich jetzt ein bisschen verzögert, ist diese finale alles, was angezeichnet ist, muss gebaut werden Runde, ne? Die kommt natürlich auch. Und schon gefällt es mir halt, weißt du? Und schon gefällt es mir halt, Leute. Dieser Umbau, diese Erweiterung, diese Vergrößerung unseres Hauses. Gut. Wollte nur sehen, ob es geht. Das Gewächshaus, am Anfang dachte ich, boah, was ein Lappen, aber wenn ich jetzt so im Hintergrund das Haus angucke, ist es von der Größe her genau richtig. Also Stahlbarren haben wir keine, Holzkohle, Kohle, ach, da geht es um Holzkohle, muss ich Holzkohle machen, das kann ich ja auf morgen vorbereiten. Die Kabel sind gleich fertig und 4 Aluminiumbahnen. Also weißt du was, wenn das so ist, das kriegen wir ja auf jeden Fall, das kriegen wir auf jeden Fall gebimst. Hier ist normale Kohle. Ich hatte noch Holzkohle oder habe ich die jetzt mittlerweile rausgehauen? Das kann schon sein, dass ich da nicht richtig aufgepasst habe, ne? Jetzt machen wir mal die ganze Alu-Geschichte hier rüber. Hier machen wir mal einen Aufteiler mit 2. Aluminium. Machen wir schon mal 4 Stück, oder? Aber das sind ja noch mehr. Das sind ja noch mehr. So, und jetzt muss ich kurz gucken. Holzkohle konnte ich doch hier machen, oder? Holzkohle. Also, dann mache ich dich mal rüber. Holzkohle. Gut. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt aber auch gut sein. Wir lassen es jetzt gut sein und machen uns mal auf den Weg. Ich muss noch ein bisschen was einräumen. Jo, auf jeden Fall haben wir viel angezeichnet. Wir wissen, wie es hier weitergeht. Ich gucke gerade. Nicht, dass hier das Elektrobuch ist. Da war es doch, oder? Ja, aber es ist Band 3. 3 haben wir ja. So. Das schnappen wir uns. Dann gehen wir jetzt zum Buchhändler eben, ja? Halt, die Kabel können wir noch reinmachen. Dass wir das auch noch fertig haben. Das wäre mal arg recht. Die müssten ja durchgelaufen sein. Dresskabel. Ja. Herr Bettle. Wohin des Wegs, mein Freund? Ich schaue mich nur um in meinem neuen Gebiet. Wie sieht's aus? Gibt's mal ein, zwei Hennen vielleicht die Tage? 3 wären auch okay. So. Also guck mal, 4 Alubahnen laufen durch, Holzkohle. Sind jetzt noch 3 Stämme, die ich zusätzlich reinhaue. Die 5 empfindlichen Teile. Wir brauchen Stahl. Wir brauchen Stahl. Ich mache gerade noch das Holzkohle-Thema geschwind. Okay, machen wir vielleicht doch nicht gleich. Kann ich ja auf morgen vorbereiten, bevor wir dann abhauen. Beziehungsweise morgen gibt es Polizeistation. Ich habe es gesagt. Wir ziehen es durch. So. Steine sind halt auch schon wieder weg. Aber Planken habe ich noch. Ja, ich weiß, ich weiß. 3 Holzkohle haben wir schon mal hier. Guck dir das an. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, wieso habe ich denn jetzt die Planken rausgeholt, Leute? Für was habe ich denn jetzt die Planken gebraucht? Weiß ich nicht mehr. Der ist aber ein gemächlicher Hahn, der gefällt mir mal richtig gut. Gut, 5 einfache Teile, dafür brauche ich Stahl, oben brauche ich Stahl, das heißt 8 Stahl, 5 Stahl, 3 durch 3 sind 2, 7 Stahl Minimum und die Alu. Und dann sind wir in der Lage, das automatisch zu bewässern. Guck dir das an. Was habe ich denn jetzt gerade gesehen, wo ich sage, da muss ich unbedingt die Planken noch reinhauen? Hier, richtig, das da war es, glaube ich. So, Leute, wollen wir los? Wie sieht es mit den Werten ausnehmen? Das packst du das? Jo, das packt er. Wie gesagt, ich will nur kurz den Buchladen. Und eventuell von da aus dann... Also der Buchi ist ja hier. Wir fahren jetzt kurz die... Wir fahren die Schienen entlang bis hier. Gehe ich kurz hoch und dann gehen wir da nochmal rein eben. Sollte nochmal hinhauen. Wie gesagt, ich habe alles lootmäßig verräumt. Da war ich fleißig vor der Folge.
dass wir das nicht auch noch machen müssen. Und uns obliegt es jetzt einfach, diesen Elektroskill. Ich hoffe halt, dass er das Buch hat. Ne? Auf der anderen Seite bei der Polizei, erinnert ihr euch, als wir dort waren, da sind auch sehr, sehr viele Bücher im Loot gewesen. Lohnt sich übrigens die Polizei doppelt, weil wir können jetzt unten nochmal looten. Wir hatten ja Loot Respawn, ne? So, ich komme nur mit dem Auto, wenn ich reinfahre, nicht so schnell wieder raus, ne? So, machen wir langsam. Ich weiß nicht, wo hier gleich der Beat abgeht. Fahr mal am Zaun entlang. Ah, hier ist offen. Ach, guck an. Das letzte Mal bin ich wieder umgedreht, glaube ich, gell? So, wenn alles klappt, lasse ich jetzt einfach das Böckli hier stehen gleich, oder? Ist das eine Ölpumpe? Ne, es ist der Händler. Vielleicht ist aber trotzdem eine Ölpumpe. Oder eine Luftpumpe. So. Hallöchen, Popöchen. Was hast denn du eigentlich? Medizin und Waffen plus. Ich bräuchte Elektrobuch. Wie sieht's aus? Ingenieur. Elektroband 2. Elektroband 5. Nee, die hat auch nur das Band 5, Leute. Ja, der Rest interessiert mich gerade nicht. Also, dann bleibt uns halt noch die Chance, dass wir es beim... Können wir das so machen, nämlich, dass du diesen Rucksack... Dass du diesen Rucksack mal aktuell als Händlerrucksack betrachtest? Hey, nämlich, Samuel, können wir das als Elektrorucksack betrachten? Hey, wow, schon war ich Bescheid, gell? Ist ja gar kein Problem. So. Weißt du? Den lass ich jetzt einfach mal als Händlerrucksack. Ja, du musst vorne raus. Jetzt gehen wir kurz da vorne noch ein bisschen looten, ein paar Minuten. Ich will noch nicht ausmachen. Ist jetzt halt nicht das Geilste. Nämlich, du weißt, 5% pro Stumper. Bist du wieder im Superhellbereich eigentlich? Ich hab's doch vorhin runtergezogen gehabt. So sieht's halt schicker aus gerade, ne? Aber sobald's dann dämmert. So. Jetzt muss ich mich gerade selber mal... Ah ja, das ist die Siedlung, in der waren wir doch erst, ne? Wo die 1000 Zombies gleich kommen. Ey, da will ich jetzt nicht hin. Da will ich jetzt nicht hin. Dann fahren wir lieber mal da kurz und gucken, ob wir ein paar Stahlwerkzeuge kriegen, oder? Ich meine, die Taschen können wir uns immer voll machen. Ey, Alter. Ja, lass uns mal davor sausen, schön. Da kommen sie, deine Kollegen. Denk dran, dass da vorne Steine liegen. Ich sehe schon. Das ist unser neuer Insider. Was macht ihr so alle drei Folgen? Car Repair Kits kaufen. Wenn wir da von hinten uns kurz ranzwirbeln an das Gebäude, das würde doch... Ja, das kriegen wir schon hin. Ich will nur nicht jetzt hier schon wieder die Horden locken. Ich gehe davon aus, wir gehen da jetzt rein und looten gleich mal 4 Stahlhämmer. Man darf doch auch mal hoffen, ne? Ui. Wobei, ich muss ganz ehrlich gestehen. Ich habe mal gespeichert. Wenn ich hier ganz langsam runterfahre. Ja, super. Das kann unser Böckle. Da steht sogar. Berganfahrt, ne? Wie willst du wieder hochkommen eigentlich? Ich nehme an, ich habe jetzt schon viel zu viel Lärm gemacht hier. Komm, einen Rucksack machen wir voll. Pfeiler ist ja dabei, oder? Ja, hat er. Wie gesagt, morgen die Polizei. Ich schätze, wir werden das Buch schon irgendwo aufgabeln. Ich glaube nämlich, und das ist aber auch nur eine Vermutung, weil ich es bisher noch nicht gesehen habe. Ich glaube, es gibt keine Händler, die den Elektroskill über 4 bringen, kann das sein? Zumindest war mir so, als ging es nur bis 3 immer. Also nicht bei allen, aber bei dem, ne? Ich glaube, diese Außengebäude sind nicht lootbar. Die haben auch wieder diese Spiegelscheiben. Irgendwie ist das immer so das Zeichen, ne, dass man nicht reinkommt in das Ding. Jo. Ich probiere es zwar trotzdem, aber die werden vielleicht irgendwann dazukommen.
Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass die da drüben auch nicht lootbar sind. Das heißt, wir müssen ins Gelände rein, ne? Ja, das ist dasselbe Spiel hier. Ich glaube, nur in die Gebäude, wo man reingucken kann. Aber ist egal jetzt, wir laufen da jetzt einfach vorgeschwind. Weil hier kommst du ja nicht einfach drüber, oder? Guck mal, da vorne, das wären die Kisten, wären es. Kannst du hier drüber? Natürlich nicht. Hier beim Steinschafter, ich spür's. Ich kenne ihn doch. So nicht, du musst halt schon hüpfen. Noch mehr hüpfen. Komm jetzt, mach nicht einer auf Green Nameless, bitte. Mal wenigstens eine Reihe vorne. So, Hallöchen. Oh ja, wir wollten ja testen, ob bei mir im Auto jetzt wieder was drin ist nach dem Respawner. Yes, Baby! Also, ab jetzt lohnt es sich auch wieder in die Autos zu gucken. Schön. So schnell. Der ist aber auch schnell umgeflogen, jetzt hier der Gute. Boah, wenn das hier alles, wenn jedes Ding hier eine Lootkiste ist. Jo. Vorne ist ein Krabbler. Ich mache einfach mal eine Reihe bis vor. Electronic ist nie verkehrt. Was ist mit der? Warum die nicht? Von der anderen Seite vielleicht? Ach, Kabel. Ah. Da, auf jeden Fall ist da oben was. Guck mal. Das ist ja schön. Schon alleine, wie sie auch. Bist du das, der hier so motzt? Bisschen höher, Nameless. Nameless, nicht so hoch. Ja, das ist ja richtig gediegen hier. Guck mal, schönes Päckle gemischtes. Natürlich nicht das, was wir heute brauchen, aber ist auch nicht so schlimm. Boom. Ah, es ist herrlich. Oh ja, ist das schön mal. Ist das hier Zement? Nee. Wie jetzt Spiel? Haben wir keinen Bock mehr gehabt, oder was? Nee, da ist nichts mehr. Das ist ja mies. Hab ich so gefreut auf eine komplette Reihe. Ja, die nehme ich auch. Ich nehme alles, was im Auto drin ist, weil ich halt schon ewig keine Autos mehr leben konnte. So einfach ist es, ne? Bei einem herkömmlichen Loot Respawn hätte man es ja auch gehabt. Ja, Lämple. Why not? Why not, Gernot? Ich will nur dem Krabbler jetzt nicht unbedingt entgegengehen. Hier ist nichts, Leute. Die Innenbahn habe ich nicht komplett gemacht, gell? Schöner Ausflug, kleiner. Ich meine, hier müssen wir mal regulär hingehen, ne? Also vorne parken tatsächlich und dann rein. Dann lassen wir die eine Reihe gerade weg, die ich jetzt gemacht habe. Weil ich glaube, dass wir hier schon einiges zusammenkriegen. Zack, war mal wieder Essele drin. Jo, komm, mach mal so. Jetzt überlege ich halt gerade, wenn wir morgen die Polizei machen, da könnten wir mit ein bisschen Glück ja an die Bücher kommen. Wenn nicht, irgendwann wird es sich ergeben. Irgendwann wird es sich ergeben. Wenn nicht, baue ich einfach so lange Lampen, bis ich meinen Skill habe, oder? Oder ist Lampen auch Metallurgie? Ne, Mechanik habe ich geskillt, als ich die Kabel gebaut habe. Die Pfeile haben schon eine Wucht, ne? Das Auto machen wir vielleicht noch.
Ich glaube, das ist ein schöner Tag hier, wenn wir da mal looten gehen. Guck mal. Ist schon toll. Okay, weißt du, was wir jetzt abschließend machen? Hier noch die Reihe. Wirkliche Abschlussgeschichte jetzt. Oder die Holzkisten vorne. Wir machen die Holzkisten. Ich will jetzt auch nicht zu viel durcheinander bringen, wenn wir hier wirklich mal einen Lootausflug machen. Und ich glaube, das lohnt sich schon. Dann erinnere ich mich vielleicht dran. Hast du gesehen, da war ein besonderes Teil drin. Ja, hier ist eh nichts. Geh mal vorne die Kisten noch gucken. Und dann gehe ich zum Auto zurück. Yo, Baby. Ich dachte es mir schon. Nee. Nibles. Endlich hast du deine Schrotze. Und weißt du, was richtig cool ist? Morgen geht's zur Polizei, da können wir die mitnehmen. Oh, wie schön. Auf die freue ich mich die ganze Zeit. Aber jetzt, irgendwann habe ich dann aufgehört, mich zu freuen. Also, so offiziell zu freuen, sage ich jetzt. Ich nenne es mal offizielle Freude. Weil du weißt ja nicht, wann das Spiel dir die Kredenz, ne? Jetzt habe ich sie auch. Machen wir noch das kleine Eckle hier, ja? Wenn da noch was ist. Jo, die nehmen wir natürlich noch mit. Wenn sie hier schon rumsteht. Nur mittlerweile können wir auch eigentlich Werkzeugkisten mal wieder mitnehmen. Bis auf die, die hat nicht mehr reingepasst gerade. Ich habe meine Schrotflinte. Und ich habe noch jede Menge Schuss daheim. Das heißt, wir werden die morgen mitnehmen. Oh, da werde ich vorher speichern. Da eskaliere ich dann morgen. Ich schieße dann morgen alles raus aus einem Hai, das war klar, ne? Das war klar. Wenn das Spiel sowas macht, dann richtig. Ich muss gerade überlegen, wie ich es jetzt haben will. Ich will jetzt eigentlich auch... Ja, aber das ist ein eindeutiges Zeichen. Hatte ich nicht da reingepasst jetzt? Wegen was? Wegen der Höhe? Das geht doch. Jo, lass mal das Werkzeugkistle hier. Ich könnte zwar jetzt hier unten rumformen, aber wer hat denn da jetzt bitte Bock drauf? Ja, freue ich mich. Komm, wir hauen ab. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, Polizeistation. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die Schrotflinte mit Bogen. Wir nehmen unsere 44er mit. Baue ich noch einen Schalldämpfer dran. Und dann werden wir morgen die Polizeistation einmal durchmachen und drücken uns selber die Daumen, dass wir das Viererbuch bekommen für die Elektrotechnik. So machen wir das. Da freue ich mich schon drauf. Jo, dann haue ich jetzt hier ab. Wird eh gerade Nacht. Stärk unser Nameless, dass er morgen fit ist. Und das war's. Und da haben wir mal einen schönen Umbau am Start. Uns fehlt nicht mehr allzu viel. Also wenn wir bei der Polizei nicht mit genug Stahl oder so rauskommen, was durchaus sein kann, denke ich, dann gehen wir nochmal ins Fabrikgelände, wo wir... Ihr wisst doch die... da, wo ich die Solarzelle gefunden habe. Beziehungsweise wir gehen dorthin... Ich weiß das Teil nicht mehr, für den thermischen Dings. Wechselrichter oder so irgendwie hieß das, ne? Da gehen wir hin. Da haben wir Stahlwerkzeuge ohne Ende gefunden. Dann haben wir unseren kompletten Wasserweg vom Brunnen bis ins Gewächshaus. Pflanzen an. Jetzt ist Herbst, wird bald Winter. Freue mich. Schöne Geschichte. Meine Lieben, ich hole euch morgen hier rein, dann geht's weiter. Bis dann.